Aber machen wir weiter. Ich muss mich ein bisschen orientieren erstmal wieder, weil es sind ja wieder ein paar Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal War Tales im Stream gespielt haben und die Aufnahme geführt haben. Ich denke, fahrtechnisch war alles erstmal okay. Es scheint so, als wenn sie das Interface angepasst haben für die höhere Auflösung. War alles ein bisschen größer geworden ist jetzt. Überfall den Konvoi, das war mit der Frau oben. Wobei ich gerade sehe, hier unten sind auch noch zwei Fragezeichen. Zuchthaus von Verdrus. Ich denke mal, da kann ich auch wieder theoretisch Gefangene abliefern. Das verstehe ich einfach nicht. Gestern hatten wir sechs Gefangene und heute ist nur noch einer da. Das Schloss ist intakt und der einzige Schurke, der noch hier ist, weigert sich auszupacken. Wir konnten ihn nicht zum Reden bringen und an unseren Foltermethoden kann es nicht liegen. Soll ich den großen Felsen aufheben, wodurch die abgehauen sind? Ja, mal ein paar Ketten mit. Und ich glaube, die haben ein bisschen was gemacht an der Kapazität. Ich bin auf der falschen Seite, ich muss rüber auf links. Weil ich glaube, als ich letztes Mal aufgehört habe, hatte ich nicht 257 Kapazität durch Gefährten. Ihr könnt mich gern anheulen, wenn ihr wollt, aber meine Kameraden verpfeife ich nicht. Nee, tut mir leid, Elena. Sperrkämpfer haben wir zwar nicht, aber naja. Hack ich einfach mal ein Loch in die Wand. Jemand hat ein Loch in den Boden der Zelle gegraben, aber es ist zu dunkel, um zu sehen, wohin es führt. Ich glaube, noch nicht. Wie fit sind meine Leute überhaupt? Ich habe noch 13 Rohmaterials, würde bedeuten, ich habe definitiv alle noch fit. Jedenfalls die Ausrüstung. Giftbeherrschung, Brandbeherrschung, listige Schlitzohren. Nein, das will ich alles nicht haben. Leichter Tiere zu fangen. Richtig, erlern mal den Bogen der Tapferkeit. Holz, weißes Leder haben wir auch. Wo? Ja, aber das ist von den Geistertieren. Da sehe ich auch schon, dass wir theoretisch noch ein paar Seile benötigen werden. So, gucken wir mal, wo das hinführt. Dass wir stehen. Ich bin hier in irgendeinem Loch gestrandet. Beim Versuch aus dem Zuchthaus auszubrechen, habe ich mir das Bein gebrochen und meine Komplizen haben mich einfach zurückgelassen. Diese feigen Trottel. Ich erzähle euch alles, was ich weiß, wenn ihr mir nur Medizin besorgt. Ja, du kriegst eine Medizin. Wochenlang haben wir zusammen gegraben. Eine Bande wollten wir gründen und unseren Unterschlupf in einem verlassenen Sägewerk nahe der Grenze zu Tiltren einrichten. Aber als sie mein gebrochenes Bein sahen, ließ sie mich einfach im Stich. Legt sie um oder bringt sie wieder ins Zuchthaus? Sollen sie dort doch verrotten? Mein Dank wäre euch sicher.
Kannst ruhig abhauen. Ach, jetzt darf ich das einfach nehmen. Voll war es aber Diebstahl. Zweihandkeule des Massakers. Fügt allen Einheiten im Bereich 19 Schaden zu. Der Schaden erhöht sich um 50%, bis die Einheit kämpft. Stufe 5 Waffe. Was willst du Besseres haben? Namtawai. Warum, jetzt setzt mich gerade an den Rechner. Es läuft mir erstmal die Nase. Habe ich wenigstens bis auf die Notiz noch eine andere Information? Altes Sägewerk. Dann sind die Arbeiter vom alten Sägewerk da rechts in Wahrheit die geflohenen Gefangenen hier aus der... aus dem Zuchthaus. Das ist da, wo wir die ganzen Sachen spenden könnten. Na, theoretisch soll man ja hier den Konvoi aufhalten. Und ich glaube, der ist gerade da ganz oben. Schnief, schnief. Schnief. Boah, Ketten und 70 gesucht. Das kann ich zurzeit nicht bringen. Nee, nicht im Rathaus, wir müssen... Habe ich noch irgendwas offen? Nee. An dem Wachturm waren wir schon mal. Wundert mich gerade nur, dass er so einfach eingestuft wird. Glücklich, Jorn will den alten Laden zu Ehren seines Onkels weiterführen. In was soll ich jetzt investieren? So, das haben wir noch nie zubereitet, deshalb machen wir das einmal. Essenz, um die Crit-Schaden zu erhöhen. Ist aber auch nur einmalig. Vor allem... Hä? Überbringt diese Nachricht an diesen Ort. An wen?
An wen soll ich diese Nachricht bringen? Und warum habe ich keine Dietriche mehr? Ach, ich werde bekloppt. Ich hatte so viel Dietriche. Der Tapferen. Kann ich einmal herstellen. Na, immerhin. Aber da kriege ich keine EP mehr. Irgendjemand hatte geschrieben, das habe ich falsch gesehen. Und ich würde immer noch EP bekommen, aber es stimmt nicht. Das ist immer plus 12 Geschicklichkeit obendrauf. 16 bis 26, 23 bis 38 Schaden. Ja. Damit der nächste einen Pfeil abbekommt, doof gucken. Wird jeder Dompteur versichern wird, werden Tiere auch und auch Menschen in erster Linie von ihren Bäuchen motiviert. Die Wahrscheinlichkeit, ein Tier zu fangen, ist um 15% erhöht. Ich dachte, es gibt. Habe ich jemals da eine Prozentzahl gesehen? Bin ich 100% sicher. Hohoho. Ja, schlechter Humor. Ich sollte mir nicht so viel Urlaub nehmen zwischendurch. So, stellt mal eben 5 Dietriche her. Aber 50 bis 80. Wieso? So, mit dir muss ich nicht reden. Aalsuppe herstellen für ist auch nicht so wichtig. Ah, mit dem mussten wir informieren. Kickt der Booster hart? Der Booster hat okay gekickt. Hab schon Schlimmeres erlebt. 80% Gefahr hier zu rasten. Fällt dir was auf? So.
Holen wir uns erst das Kopfgeld von unten rechts. Ich habe jetzt ein bisschen viel Geld ausgegeben, weil ich ja gerade erst wieder ins Game reinfinde. Also habe ich ganz viel Unsinn gekauft, den ich gar nicht brauche. Jetzt machen wir den einfachen Kampf hier, damit ich wieder ein bisschen fitter werde. Komischerweise trotzdem Stufe 3 sind. Erlittener Schaden um 30% erhöht, Schaden um 30% erhöht. Ist aber alles nicht schlimm. Nur die Verteilung ist wieder schrecklich hier. Rolf, geh mal rüber. Du kriegst automatisch Ablenken durch eine Fähigkeit von Bollwerk und alles andere ist uninteressant. Hut ab, ey. Halb tot, ohne was gemacht zu haben. Guten Abend, Blizzard. Ich grüße dich. Danke, Zittert, für ein Prime-Sub. Vielen Dank. Da steht ja noch einer. Seit wann haben die denn so einen Nebel drin? Hoffe, ist das nur in dem einen Kampf jetzt und es keine Errungenschaft, beziehungsweise was Neues. Weil der Fog of War ist mir ein bisschen sehr, wie soll man sagen, ein bisschen sehr intensiv. So, wer von euch hat den stärkeren Bogen? 23, du hast den stärkeren Bogen. Das sollte man nicht machen. Und ihr bleibt einfach stehen, weil wir so weit weg sind. Hast du die Feiertage gut überstanden? Ja, warum nicht?
Warum gibt's dafür kein Achievement? Warum habt ihr alle so viel zugenommen? Ich habe ein Weihnachtsessen gehabt. Und das war's. Warum sollte man denn mehr als eins haben? Schnapp ihn dir, Tiger. Tja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Ich hatte ein Essen und es hat dieses Jahr auch gereicht. Auf Twitter gibt es ja sehr viele Leute, die darüber erzählen, was Corona-Zeiten im Moment mit ihren Familien machen. Und so ähnlich könnt ihr es beim Imperator vorstellen. So ein Weihnachten hatte ich. Und jetzt tiefer darauf einzugehen. Warum habt ihr auch vor allem alle mehrere Gänge? Bei uns gibt's Hauptgang, Roulade mit Klößen und alles mögliche andere. Und das ist es. Was soll's sonst noch zu essen geben? Dann gab's halt diesen komischen Zuckernachtisch, wie immer bei uns. Das Essen war, wie immer, von der imperialen Mutter sehr gut zubereitet. Konnte man nichts gegen sagen. Schönes Ding. Du. Jetzt wird es bestimmt sein, dass doch, schafft er 100%. Ich dachte, jetzt gibt es eine minimale Chance, dass ich meinen eigenen treffe. Aber alles gut. Ich möchte die zwei Reparatur machen. An sich haben wir keinen Schaden bekommen. Es lief doch alles wunderbar. Keinen Stress mit den Leuten gehabt. Erbe des Gladiators, da hat sich auch noch nichts verändert, weil dafür müssen wir erst in dieser komischen Arena kämpfen, wo ich gar nicht weiß, wo die ist bis jetzt. Da habe ich beim Rennen nicht aufgepasst. So, Zeit die Leute beim Sägewerk zu kloppen. Grüße, Söldner. Ach, ihr wisst also, wer wir sind.
Die alte Petz hat uns in die Pfanne gehauen, was? Wir hätten ihr die Kehle durchschneiden sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Können wir uns da nicht einigen? Wir sind schon vernünftige Menschen. Wie wär's, wenn wir euch dafür bezahlen, dass ihr uns unbemerkt aus der Provinz verschwinden lasst? Dann ist die Wache uns los, es gibt wieder Platz im örtlichen Zuchthaus, ihr seid reich und wir sind über alle Berge, so gewinnen alle. Was? Warum sind das Stufe 5 Flüchtlinge? Die kommen aus dem Knast gerade. Was ist das denn für eine Logik? So theoretisch haben die nix. Ach, Rolf. Da vorne ist einfach nicht dein Platz. Wolf ist einer meiner Low-Level-Herrschaften. Ja, nach oben schaffst du das nicht mehr. Aber dann schaltest du den halt aus. So, wenn du dich im Kampf verwickelt bist, kriegst du dann noch einen Punkt. Guten Abend, Herophis. Ich grüße dich. Wenn es vorhin noch Suppe geben würde und solche Geschichten, würde ich das gar nicht schaffen von der, also vom Essen her. Tja, ach so, wir haben noch 3 Züge, bis der dran ist. Ja, dann ist alles cool. Guten Tag, Icefork, und ich habe mich von meiner Seeumrundung erholt. Wie ein großer Junge. 36% Chance, den anderen zu treffen. Dann mach mit Zielen. Jetzt schieb den mal weg. Geht doch. Da hast du zwar den Kill nicht bekommen, aber wenigstens ist er erledigt. Das sind Stufe 5 Gegner. Ich muss hier alles raushauen.
Tja, Rolf, du kommst wieder nicht zum Schlag. Kannst du die einfach wieder kritten? Da ist gleich der Bogenschütze dran. Das war auch irgendwie klar. Juhu! Rolf hat was getötet. Nun, guten Abend, Bronzeauge. Schaden. Also egal, was ich mache, ich kassiere auf jeden Fall mit einem Hit. Bam. So, Rolf, töte mal was. Nein, wir lassen niemanden fliehen. Verdammt, ich hätte welche gefangen nehmen sollen, ne? Ach, ich hab's vergessen. Da war ja was. Nein! Wobei, ich habe ja nie das Kettensymbol. Hätte ich die Ketten ausrüsten müssen? Weil bei den Tieren geht das ja einfach so mit dem Seil. Ach, jetzt wird das gehen.
Beschädigter Deutsch Stufe 5. Repariere ruhig alles. Warum soll ich deine Verletzung behandeln? Du bist gefangen genommen. Ist hier nur irgendwas versteckt? Sieht nicht so aus. Ich glaube nicht, dass der Dolch besser ist, das, was ich zurzeit meinen Halsabschneidern gegeben habe. Weil die haben nicht Geschicklichkeit plus 19 und der Dolch hat nur Geschicklichkeit plus 11. Auch wenn er noch vergiftet, zusätzlich finde ich das nicht besser. Entschuldigung. Ja, den kann ich auf jeden Fall verkaufen, den auch. Beim Bogen bin ich mir nicht so sicher. Lernen wir das Öl. Dies Heilöl, dem ein Trans... Mein Gott. Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, verringert sie mit 20% Wahrscheinlichkeit für 3 Runden den erlittenen Schaden. Dankeschön. Nee, ich möchte nicht verhandeln. Okay, die Rattenplage ist sogar vom Weg her gar nicht mal so schlecht. 26 Werkzeuge. Essen haben wir auch noch alles genug. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Können auch die Ausrüstung verkaufen. Also die Begantine des Gefährten für 30, weil ich die eh nicht benötige. Dann gehen wir weiter.